Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, vierter und voraussichtlich für heute letzter Teil. Du erinnerst dich, in der Geschichte, da gab es immer wieder solche Szenen, wo ein König in Bedrängnis geraten ist und wo er sozusagen alles geopfert hat, um sozusagen heil über die Runden zu kommen, um sozusagen am Leben zu bleiben. Also das heißt, der König hat sozusagen alles ins Feuer geschmissen, um seine Haut zu retten. Sehr nett, sehr freundlich. Natürlich für seine Umgebung ist es halt nicht so besonders. Die Loyalen haben halt dafür draufgezahlt, aber ihnen wurde zugesagt, wenn es gut geht, dann werden ihre Familien in den nächsten Generationen versorgt sein und es wird ihnen gut gehen. Und das war für viele natürlich eine starke Motivation, sich zu opfern bzw. sich dem Überleben des Königs zu opfern. Naja, und jetzt in dieser Situation haben wir sehr merkwürdige Informationen und Videos, die jetzt auftauchen, bin ich selber sehr überrascht. Ja. Und sie bringen Lösungen. Volksgenossen, wir haben die Schuldigen gefunden, es hat sich herausgestellt, dass ... Aha, okay, der Schnellschuss aus der Hüfte, ganz spannend, also das wusste ich nicht, ja, dass das so schnell und so, wie sagt man, ohne Formalitäten abläuft, aber es ist halt so, ja, dass halt gewisse Dinge halt eben schnell abgeschlossen werden müssen. Wir brauchen uns damit nicht lange auseinandersetzen. Wir haben die Schuldigen dingfest gemacht, Ausschluss fertig, basta. Ja, das hätten sie gerne. Sozusagen, sie wollen sich möglichst billig oder günstig aus der Nummer davon stehlen. Das ist sozusagen eine altbewährte Taktik, sozusagen auf der Flucht den Verfolgern ein paar Häppchen hinzuwerfen, ein paar Flaschen Wein, ein paar Goldmünzen hinzuwerfen und sie schlagen und streiten sich dann um die Bröckchen, die da wie Nasenrammeln oder Brotkrumen verteilt wurden und man kann somit wieder mal abtauchen und sozusagen wieder in der Versenkung verschwinden, um dann vielleicht wieder in 30, 40, 50 oder 100 Jahren, wenn, wie man so schön sagt, Gras darüber gewachsen sein wird, wieder an anderer Stelle völlig überraschend aufzutauchen. Naja, diese Strategie haben unsere Pharaonenfreunde ja in den letzten, kann man gut sagen, 800 Jahren grandios in Europa gespielt und angewendet und haben natürlich diese Strategien auch über den Atlantik hinübergespült. Und dort wurden sie dann natürlich perfektioniert, weil dort konnte man sehr ungestört die letzten, na, kann man sagen, die letzten 150 Jahre haben sie doch sehr ungestört agieren können und haben dort eben ein still und heimlich ein immenses Imperium aufgebaut. Naja, wen ist es nicht aufgefallen, dass auf diesem Programm hier Zehntausende verschwunden sind. Ja, Zehntausende, die einen Kanal hatten, die gibt es nicht mehr. Die sind weg. Und warum? Naja, weil sie jene Wahrheit gesagt haben, die auf einmal erwünscht ist, die auf einmal sozusagen herauskommen darf. Nur ist die Frage, handelt es sich hierbei jetzt wirklich um die Wahrheit oder handelt es sich hier um ein Ablenkungsmanöver? Was würdest du sagen, wenn so schnell jetzt die Schuldigen gefunden werden, wo wir gar nicht viel nachdenken müssen, es wird sozusagen löffelfertig aufbereitet, du brauchst nur das Päckchen aufreißen und sozusagen den Inhalt hineinschlempern und das war's dann auch schon. Volksgenossen brauchen nicht nachdenken, sondern nur Instant-Info konsumieren, fertig. Jawohl, jawohl, das hätten sie gerne. Das wäre sehr schön. Ich weiß nicht, ob du noch irgendetwas hörst, weil der Wind hat leider doch jetzt stark zugenommen. Dumm gelaufen. Ich rette mich mal dort zu dem Sessel hin und schau mal, wenn ich mich mit dem Rücken zum Wind drehe, vielleicht wird es dann besser. Derzeit halte ich einmal die rechte Hand vor das Mini-Mikrofon. Aber zumindest wird es heller. Das ist ja auch schon einmal was. ASW. Ja, ich weiß, außersinnliche Wahrnehmung. Aber wie auch immer, ja. Wie auch immer. Ja. Schauen wir. Ja. Ich glaube, es ist besser so, gell? Man hört jetzt hier einfach ein bisschen mehr und das ist grundsätzlich positiv. Naja, also das heißt, wir sollten in den nächsten Wochen und Monaten sehr, sehr vorsichtig, skeptisch und kritisch sein. Weil wir haben in den letzten,
man kann jetzt schwer sagen, Jahrhunderten kann man durchaus sagen, immer wieder diesen Effekt gesehen, dass es Schuldige durch Cleverness geschafft haben, Aufdecker oder Unschuldige sozusagen ans Messer zu liefern. Das haben wir immer wieder gesehen. Sozusagen die Verdächtigten haben es so elegant gedreht, dass Unschuldige sozusagen dann ins Gras beißen mussten. Und diese Gefahr sehe ich bei der momentanen Situation ebenfalls, ja? Weil sie haben noch alle Instrumente der Macht in ihren Händen. Und glaubst du, dass aus diesen Instrumenten auch nur ein Körnchen Wahrheit herauskommt? Also ich glaube es nicht. Ja? Ich kann mir es schwer vorstellen. Natürlich, die kleinen Dinge werden sie schon zulassen, damit man sozusagen, wie man es beim Schachspielen nennt, das Bauernopfer, sozusagen man opfert den Bauern oder zwei Bauern und der Gegner glaubt sozusagen jetzt einen Vorteil zu haben, erkennt aber nicht, dass sozusagen die Dame in der Zwischenzeit zum König vorgestoßen ist, um ihn dann schachmatt zu setzen in den nächsten zwei oder drei Zügen. Und genau so läuft es dann auch hier. Ja, wir haben in den letzten Jahrzehnten immer weniger und weniger, ich will jetzt nicht sagen keine Wahrheit, weil das stimmt nicht. Ja, ich kann mich erinnern, in den 70er Jahren in den Zeitungen war wirklich noch sehr interessante Informationen zu lesen und man konnte auch wirklich Journalisten noch interessiert verfolgen, die wirklich gut recherchiert haben. Heute wissen wir haben diese Presseagenturen oder R-Presseagenturen, keine Ahnung, wie man das jetzt bezeichnet, und diese Presseagenturen liefern sozusagen Instant-Informationen und es ist dann witzig, in den verschiedenen Zeichnungen dieselben Bilder, denselben Text, ja, es ist erschütternd, denselben Text zu lesen, was dann als Qualitätsjournalismus bezeichnet wird, wobei bei Qualität wahrscheinlich das Wort Qual im Vordergrund steht, weil mit Qualität hat das absolut nichts mehr zu tun. Aber das ist wurscht. Wie es ja damals unser Gigant gesagt hat, wie er geheißen hat, ja, wir wissen es, wie er nur noch von Tititainment gesprochen hat. Also Infotainment kombiniert mit der Oberweite sozusagen ergibt dann Tititainment, also ein ganz genialer Schachzug eines absoluten Genies, welches seinerzeit über unseren Micha Couvert die Uhr des SSR für 5 Milliarden Dollar komplett zerschlagen hat lassen. Und darum drehen sich ja heute dann wieder alle Nachrichten, weil so nach dem Motto, wir schaffen einen Krisenherd nach dem anderen. Denn was will man von einem Gebilde anderes erwarten, welches seine Gewinne und seine Umsätze mit dem Verkauf und Einsatz von Waffensystemen lukriert. Also was kann man davon erwarten? Und wir wissen ja, Volksgenossen, es ist der ewige Kampf, der ewige Krieg. Ja, richtig, der ewige Krieg. Und daher kommt es dann immer wieder zu diesen absurden Situationen, dass die sogenannten Feinde sich in Wahrheit immer wieder als Verbündete herausstellen. Ist das nicht spannend? Ist das nicht wunderschön, wie wir das auch im Land der Kasachen, also im Ziegenland sozusagen beobachten konnten. Ja, große Dinge geschehen. Na, wie gesagt, ich kann dich nur bitten, sehr vorsichtig, sehr skeptisch zu sein. Und jetzt, wenn in der ersten Phase jetzt gleich die Schuldigen präsentiert werden, kann ich dir mal rein aus dem Bauch raus sagen, das sind sie nicht. Das sind sie definitiv nicht. Und wie wir das heute im Horoskop gesehen haben, Halbquadrat zwischen Merkur und Neptun, hier geht es natürlich auch um Täuschungsmanöver. Na, gar keine Frage. Merkur-Neptun steht ja auch für Täuschung, Wahrnehmungstäuschung, Bewusstseinstäuschung. Ja? Und irgendwie funktioniert die Täuschung im Moment nicht. Aber wir werden das dann sehen. Ja? Wir werden das dann sehen, weil was ist es, 23. 24. März, wenn wir wieder die nächste Konjunktion zwischen Merkur und Neptun haben werden, dann sehen wir dann wieder, wie der nächste Täuschungszyklus ablaufen wird. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend werden. Und ich glaube nicht, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten sozusagen die wahren Schuldigen oder Verantwortlichen sozusagen präsentiert bekommen werden. Also diese Hoffnung möchte ich nicht zu sehr schüren, aber das macht nichts. Ja? Das macht überhaupt nichts, denn wir können uns der Wahrheit auch wunderbar von der Peripherie annähern, denn
Die Informationen zum Beispiel, die uns der Professor Dr. Heinrich Kusch übermittelt hat, sind meines Erachtens schon sehr stark in diese Richtung gehend. Sehr, sehr stark. Und er hat mit Rom auch immer wieder sozusagen, naja, sagen wir Spannungen gehabt. Ich möchte es jetzt nicht zu drastisch darstellen, aber es gab immer wieder große Spannungen, weil eben die Bereitschaft, diese Informationen freizugeben, halt sehr, sehr überschaubar, sprich gering gewesen ist. Na gut, wir schauen jetzt spannenden Zeiten entgegen. Heute vermute ich, dass in Wien mit größter Wahrscheinlichkeit der falsche Weg eingeschlagen wurde. Tschechien hat diesen Weg natürlich schon korrigiert und jetzt heißt es dann für unsere ich will keinen Namen für sie verwenden, ja, für unsere für unsere Vögeln heißt es sie jetzt auch sozusagen Kreide und nochmal viel Kreide zu futtern, aber ich vermute, sie werden so viel Kreide futtern müssen, dass sie nicht mehr rechtzeitig wegfliegen werden können und das könnte ihnen dann doch auch zum Verhängnis werden, denn naja, das Gedächtnis des Volkes ist oft besser, als sie es sich erhofft hätten. Wie auch immer, um 19.50 Uhr, bitte, wenn du ein paar Minütchen Zeit hast, wieder in die Liebe gehen, in die Freude gehen, in die Zuversicht gehen. Dadurch bauen wir ein gewaltiges energetisches Feld auf und ich kann euch beruhigt sagen, mit diesem gewaltigen Kraftfeld haben wir ihnen nicht nur die Stirn geboten, sondern wir haben für sie eine Hürde errichtet, die sie aus ihrer Hölle kommend nicht mehr überwinden werden können. Es wird noch ein bisschen dauern, es wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre in Summe dauern, aber ich würde sagen, wir werden im März schon etwas sehr, sehr Positives sehen. Wir haben auch viele Monate hart daran gearbeitet und jetzt ist die Zeit gekommen, wo wir unsere Triumphe, Siege und Erfolge feiern. In dem Sinne bis 19.50 Uhr, dein Astrowolf, Ende. Thank you.